Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin hier gerade Feldstraße, quasi direkt bei dem großen Platz, wo hier hinter mal der Dom stattfindet. Ihr seht hier auch den großen Bunker. Ich habe hier nämlich jetzt gleich einen Termin und suche gerade noch die richtige Hausnummer. Mal gucken, ob ich das jetzt gut finde, weil eigentlich stand ich auf der Seite, wo die ganzen geraden Hausnummern sein sollen, und laufe jetzt auf die Seite, wo die ganzen ungeraden Hausnummern sind. Und ja, mal gucken, ob ich das gleich finden werde. Ich bin heute auch geschminkt, ganz ungewöhnlich für mich, aber mir gefällt es total gut. Und oh Gott, ich hoffe, man versteht mich. Ich habe in letzter Zeit irgendwie so häufig irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe wieder richtig Lust, mich zu schminken mit ein bisschen Highlighter, Bronzer und Contour. Und ja, das Endergebnis heute, obwohl ich mich jetzt bestimmt auch wochenlang nicht mit Wimpernbusche geschminkt habe, gefällt mir sehr gut, obwohl mir die Routine quasi gerade fehlt. Was sind denn so eure Kosmetik-Favoriten? Also sprich Make-up, Bronzer. Benutzt ihr Contourpulver eigentlich oder benutzt ihr eher Bronzer? Schreibt mir das mal in die Kommentare, dann kann ich mich da bei euch noch mal ein bisschen inspirieren lassen. So, jetzt Äuglein auf, weil hier sollte es dann gleich sein. Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ah, Feierabend. Oh mein Gott, ich hatte so einen coolen Tag. Das war alles, ja, hat alles mega viel Spaß gemacht. Richtig cool. Und jetzt habe ich gedacht, ich nutze die Chance, dass ich sowieso unterwegs bin. Mach mal kurz einen Stopp hier in der Hamburger Innenstadt. Ich war halt nämlich nochmal zu Luxussachen. Also der Store hier am Kreuz, weiß ich die Straße gerade nicht. Die haben auf jeden Fall viele Second-Hand-Taschen. Da hatte ich ja damals auch die Birkin anprobiert, die Birkin 35. Und die haben eine Tasche, für die ich mich interessiere. Und allerdings nicht in der Farbe, wie ich sie haben möchte, aber ich möchte diese Tasche jetzt einfach mal anprobieren. Und die gibt es nämlich in verschiedenen Größen. Und sie haben sie in einer da. Und ich bin bisher mal davon ausgegangen, dass ich die größere Größe haben möchte. Und will jetzt aber nochmal gucken, ob die andere Variante vielleicht sogar besser passt. Das kann ich nämlich überhaupt nicht abschätzen. Deshalb laufen wir da jetzt einmal hin und gucken uns die mal an. Und dann will ich die aber gar nicht kaufen, aber dann weiß ich zumindest, nach welchem Modell ich da Ausschau halten muss von der Größe her. Ich bin ein bisschen irgendwie gefühlt aus der Puste, wie das Grün. Hier haben wir einen Blick auf unser schönes Rathaus. Und dann zur anderen Seite die Alster. Ja, kommt erst noch. Laufen wir mal erstmal zu dem Shop. Wenn ich so wie heute geschminkt bin, dann gehe ich zweimal mit einem großen Mattepad und mit Zahnreinigungswasser drüber. In dem Fall habe ich noch das die Waterproof-Variante sozusagen. Sonst nehme ich aber auch die blaue Variante. Die hier. Nur die andere habe ich jetzt auch, weil ich da eine Zeit lang Wasserreste beim Contour hatte. Dann reinige ich quasi zweimal und jetzt gehe ich noch einmal mit einem Reinigungsgel rüber, womit ich quasi einmal aufschäume und übers Gesicht nochmal gehe. So Double Cleansing Methode, ganz klassisch. Die Taschen habe ich mir übrigens vorhin nochmal angeguckt und das war echt gut.
Weil ich sagte, dass es verschiedene Größen gibt und ich hatte die viel größer erwartet, die mittlere Größe, wo ich dachte, die kommt vielleicht auch noch in Frage und die wäre viel zu klein. Von daher war das echt gut, dass ich das mal ausprobiert habe. Und jetzt muss ich mir nur mal so meine Gedanken machen, weil ich habe ja bei Geburtstag und überlege, dass etwas sein könnte, was ich mir selber schenke. Schön frisch. Und fertig. Gute Nacht. Ich habe jetzt gerade noch die zweite Staffel von Sweet Tooth zu Ende geguckt und muss sagen, die Serie hat mir echt gut gefallen. Ich habe die jetzt relativ schnell durchgesuchtet. Da geht es um so ein Virus, was ausbricht und ja, und parallel dazu werden dann noch Babys geboren mit besonderen Tiereigenschaften, also einem Geweih, Schweinchennase, Schweinchenohren und die haben halt nochmal eine besondere Bedeutung und irgendwann hat das natürlich auch einen Zusammenhang, wie sollte es auch anders sein. Und ich war schon immer jemand, der die Filme irgendwie total gerne geguckt hat, wo es um irgendwie so Seuchen irgendwie geht, die ausbrechen, irgendwie finde ich das immer total spannend und ja, ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel rausgekommen ist, ob das irgendwie im Zusammenhang mit Corona, mit der Pandemie stand. Das wäre natürlich irgendwie ganz interessant, wenn da ein Zusammenhang besteht. Also es geht da auf jeden Fall nicht um Corona, aber man kann natürlich immer noch relativ viel so ableiten. Und es geht auch um Freundschaft, Familie und ja, gegenseitig für sich da sein. Also mir hat sie echt richtig gut gefallen und wenn jetzt die dritte Staffel rauskommt, das soll allerdings erst nächstes Jahr sein, dann bin ich schon sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir hatten jetzt auch, Kevin und ich, noch zusammen noch eine andere Serie angefangen, die jetzt mit Arnold Schwarzenegger, ich weiß gar nicht, Rubhub, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Da hatten wir jetzt bisher nur die erste Folge gesehen. Die war nett und mal gucken, wie es weitergeht. Aber Sweet Tooth gibt es übrigens auf Netflix. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich werde jetzt einmal hier alles ausschalten. Habe die Serie direkt von der Liste runtergenommen. Also so ein bisschen den Account aufgeräumt. Und dann gehe ich jetzt schlafen. Auf wie viele Fernbedienungen habt ihr, um den Fernseher auszuschalten? Ich habe eine für den Fernseher, für unsere Teufelanlage. Und für den Apple TV 3 Stück. Und damit gute Nacht. Habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, als ich mich abgeschminkt habe. Aber jetzt wirklich gute Nacht. It's just gorgeous. I love it. I love it. I love it. If you liked the video, please go ahead and give it a thumbs up. If you are interested in more videos from Juan, ich bin vielleicht für Sie nur ein Passagier, aber ich bin auch ein Mensch, ein Vater, Bruder. Ich weiß nicht, wieso der Fluss rot ist, aber ich weiß, es war nicht unsere Schuld. Lassen Sie uns raus, raus aus dem Hühnerkäfig, zurück zu unseren Freunden, unseren Familien. Nach Hause. Zu
Es ist so warm, aber ich will mich auch nicht beschweren, wenn das Wetter schon mal so schön ist. Es ist echt so warm, man weiß kaum, was man anziehen soll. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und ich habe irgendwie gerade nicht so richtig Bock auf was zu essen. Es dauert auch noch einen kleinen Moment, bis Kevin da ist. Wir haben eigentlich noch Hähnchenbrustfilet eingekauft. Das können wir auch sonst morgen essen. Eigentlich möchte ich wirklich nur so was ganz Leichtes. Irgendwie so einen richtig schönen Salat. Irgendwie so ein Caesar Salad zum Beispiel wäre ganz cool. Irgendwie so was Erfrischendes. Deshalb habe ich mir überlegt, mache ich mir jetzt erstmal einen Eiskaffee. Herzlichen Glückwunsch übrigens allen, die noch eine Flasche Nougat abstauben konnten. Die ist ja jetzt direkt schon wieder ausverkauft gewesen. Das waren ja auch noch Restbestände. Oh, da bin ich echt froh, dass ich gestern direkt bestellt habe und mich nicht wieder ärgere, weil bei Schokomokka bin ich beim ersten Mal ja damals leer ausgegangen. Da musste ich auf die zweite Fuhr warten und bei Nougat wird es ja voraussichtlich nicht geben, weil das nur die Restbestände vom Pop-Up-Store waren. Nehmen wir White Mocha und vielleicht nochmal der Tipp. Das erste Mal, als ich White Mocha getrunken hatte, dachte ich so, ich glaube, andere Sorten schmecken mir besser. Jetzt mittlerweile, also ich muss das immer irgendwie so zwei, dreimal trinken. So bei Spekulatius, das ist eine Sorte, die würde ich nicht wieder bestellen, habe ich ja schon mal gesagt. Karamell ist definitiv mein Favorit. Haselnuss fand ich mega. Nougat soll eine Mischung aus Haselnuss und Schokolade sein. Deshalb bin ich da sehr gespannt. Und White Mocha würde ich normalerweise vermuten, dass es etwas ist, was eher sehr süß ist. Aber ich finde, das ist eine der Sorten, die nicht so süß ist. Und gerade das hat dann irgendwie so seinen Charme. Mag ich mittlerweile auf jeden Fall auch richtig, richtig gerne. Im ersten Step, glaube ich, hat man halt so seine, ja, so seine Verbindung, seine, ich kann gar nicht mehr denken, ist viel zu warm zum Denken, hat man auf jeden Fall irgendwie eher erwartet, dass es süßer schmecken müsste. Das tut es nicht, aber gerade das finde ich ist irgendwie echt ein großer Vorteil. Hab ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich bald Geburtstag habe und dass ich gestern mein Geburtstagsgeschenk bestellt habe? Am 1.7. ist ja mein Geburtstag und oh, ich liebe Geburtstag. Also ich liebe auch meinen Geburtstag. Da bin ich ja ganz ehrlich, ich liebe es Geburtstag zu haben. Ich finde das ganz toll und habe jetzt meine Freunde zu einer Waffelparty eingeladen. Und habe jetzt so ein Bubble-Waffeleisen nämlich bestellt. Wir haben aktuell gar kein Waffeleisen. Wir brauchen auch eigentlich wirklich gar kein Waffeleisen. Aber ich habe so Lust auf eine Bubble-Waffeleisen-Party. Bin nämlich auch eher so der Typ so... Letztes Jahr hatten wir so am späten Nachmittag, würde ich sagen, angefangen zu feiern. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir eigentlich gegessen. Ich glaube, ich hatte ein orientalisches Chili mit einem Thermomix gemacht. Das können wir übrigens auch mal wieder machen, das haben wir lange nicht gemacht. Und hatten dann noch so ganz viel Naschkram und haben ganz viel gespielt. Und dieses Jahr wollte ich irgendwie nichts machen, was so wirklich so in den Abend reingeht. Weil ich bin immer so, ich gehe mal nicht so gerne so spät ins Bett. Und bin eher so der Typ so für einen tollen Brunch oder aber... Und die Idee war inspiriert von einer Freundin von mir, die war nämlich vor 2 Jahren, glaube ich, irgendwie war sie, kam mir irgendwie drauf, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich überlegte, was ich an meinem Geburtstag mache und irgendwie überlegte mir so, kam darauf, dass sie vor 2 Jahren mal mit Freunden irgendwie Waffeln essen gewesen war, also irgendwo richtig in so einem Café, wo ich nicht konnte. Und irgendwie war das, glaube ich, so dadurch irgendwie so entstanden, dass ich so dachte, boah, ich mache eine Waffelparty. So richtig so an der Kindergeburtstag, ich mache eine Waffelparty. Auf dieser Waffelparty wird es selbstverständlich Eiskaffee geben und aber auch Gin Tonic. So, habe ich jetzt so viel reingemacht? Ich hoffe nicht. Ja, ach genau, ich kam von, ich habe mir ein Geburtstagsgeschenk bestellt gestern bei Vestia Kollektiv. Eine Tasche. Eine Tasche, die nicht auf meiner Wunschliste steht. Stand. Also im Wunschlistenvideo am Anfang des Jahres werdet ihr es jedenfalls nicht finden. Und... diese Art Tasche, mit der liebäugle ich jetzt seit mehreren Monaten, weil ich, sagen wir, von verschiedenen Designern verschiedene Varianten immer mal wieder bei meinen aktuellen Lieblings-YouTubern gesehen habe. Und jetzt insbesondere bei einer,
die immer mal wieder gesehen habe. Von der habe ich mir nämlich so die letzten Monate alle Vlogs, die sie je online gestellt hat. Nein, das ist übertrieben. So, ich glaube, so die Vlogs von den letzten 3 Jahren habe ich von ihr in den letzten Wochen und Monaten geguckt. Und ich glaube, diese Tasche hatte sie gekauft vor, ich glaube, so ungefähr 1,5 Jahren. Und das heißt, dass halt in vielen Vlogs oder sie macht auch Outfit-Videos, diese Tasche nochmal wieder zu sehen gewesen ist. Und ich habe mir das größere Modell davon, auch aus einem anderen Jahrgang, bestellt. Das ist nämlich eine Vintage-Tasche, die neu gar nicht mehr so zu kaufen ist. Es gibt ein Nachgängermodell mittlerweile. Und mehr will ich aber auch gar nicht sagen. Ich mache hier einen wundervollen Cliffhanger. Ihr könnt ja gerne mal spekulieren, welcher Designer es sein könnte, welches Taschenmodell und welche Farbe. Und um fair zu sein, ich hatte auf Instagram schon den Preis geteilt, den hatte ich nicht geschwärzt. Der lag bei 1.300 € für die Tasche für Secondhand. Dann habt ihr so ein ungefähres Bild, was es vielleicht in welche Richtung es sein könnte. Aber mehr verrate ich nicht. Mehr werdet ihr dann im Geburtstagsvlog oder What I Got For My Birthday, je nachdem, was wir da so machen werden, was ich da so viel mehr sehen. Oh, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon. Jetzt muss die Tasche nur noch an Beste Kollektiv geschickt werden. Ich habe sie ja Secondhand gekauft. Also es ist ein Secondhand-Preis, kein Neupreis. Das Modell gibt es auch gar nicht mehr neu zu kaufen. Jetzt habe ich schon relativ viel verraten. Egal. Viel Spaß beim Raten. Ich genieße jetzt erstmal meinen Eiskaffee. Prost! Und dann überlege ich mir mal, was es zu essen geben könnte. Boah, das tut so gut. Heute war auch echt so ein anstrengender Tag, weil wir den ganzen Vormittag über 4 Stunden in einem Raum saßen und an einem großen Projekt gearbeitet haben. Und danach war mein Kopf auch so echt so voll durch irgendwie. Ich wollte danach noch 1, 2 andere größere, wichtige Sachen machen, an denen ich auch gerade arbeite. Und da habe ich die eine Sache irgendwie so halb geschafft. Da muss ich mich morgen und übermorgen nochmal ansetzen. Die Konzentration war dann irgendwann echt weg. Und es ist so warm. Aber es ist auch schön, dass es so warm ist. Und dafür gibt es ja Eiskaffee, Gott sei Dank. Aber nicht Kevin erzählen, ich verdiene trotzdem nachher noch ein richtiges Eis. Wir haben noch Magnum, Calippo Cola, Kaktuseis. Und noch so ein Waffeleis. Dieses Waffeleis von Gut und Günstig ist, glaube ich, die Marke. Die haben so ein Waffeleis. Da ist die Waffel so wie bei diesen Maxibon-Waffeleisen. Waffeleis. Nicht Waffeleisen, sondern von dem Waffeleis. Ein Maxibon-Eis, weiß ich. Das gab es früher gar nicht in Deutschland. Ich glaube, mittlerweile kriegt man das auch hier. Aber das habe ich immer geliebt zu essen, wenn wir in Frankreich Urlaub waren. Wir haben früher immer 4 Wochen Sommerurlaub in Frankreich gemacht. Und dann habe ich es einfach so geliebt, da dieses Maxibon-Eis zu essen. Das war mein absoluter Favorite. Ich glaube, es kostete immer, waren das dann damals 2 D-Mark oder 2 € schon? Es können sogar schon Euro gewesen sein. Es war immer eher eines der teureren Eise im Vergleich. Oh, aber das war echt immer der Oberkracher, dieses Maxibon-Eis. Ich bin auch froh, dass ich heute Morgen direkt den Roller hier runter gemacht habe, weil die Sonne nachmittags immer voll auf den Kühlschrank strahlt. Und das wird richtig heiß und das kann ja nicht gut sein, ne? Wenn das da so heiß beim Kühlschrank wird. So, guten Morgen, ihr Lieben. Weil mir das am Montag so gut mit meinem Make-up gefallen hat und heute sieht es sehr bewölkt aus, habe ich mir überlegt, dass ich mich heute einfach nochmal schminke, auch wenn ich nur im Homeoffice bin. Aber ich habe da voll Lust drauf und dieses Geräusch mag ich ja überhaupt nicht. Das heißt nämlich, dass der fast leer ist und ich liebe diesen Origins Tinted Moisturizer. Und dann muss ich ihn mir jetzt nachkaufen. Den trage ich übrigens immer einfach mit den Händen auf. Dazu benutze ich keinen Pinsel. Und dann schmelzt der so richtig schön in die Haut ein. Tagespflege lasse ich darunter dann auch weg. Ich mache dann einfach nur
den Tinted Moisturizer drauf. So, dann müssen wir erstmal Hände waschen. Dann lassen wir den einmal kurz einwirken. Das ist ja einmal, ja, trocknen, das ist das falsche Ort, aber einmal reinzieht, bevor wir mit den anderen Sachen weitermachen. Parfum trage ich heute, wie den Rest der Woche, auch mein Blackberry and Bay. Ich liebe diesen Duft im Sommer und ich bin so sparsam damit. Das waren irgendwie gefühlt anderthalb Spritzer, weil ich den, oh, ich bin so traurig, dass diese Flasche bald alle geht. Und dann muss ich sie neu kaufen, das ist so teuer. Was brauche ich denn dann? Ich brauche gleich meine zwei Pinselchen. Da habe ich momentan immer noch die von Zoeva. Ich habe jetzt aber welche gesehen, die sind beige und die sind so wunderschön. Von Morphe aus der Kollektion mit Ariel. So geil. Bin ich ja ernsthaft am Überlegen, ob ich mir die mal zulege. Meine Pinsel habe ich jetzt halt auch schon echt sehr, sehr lange und ich habe mal bei einer anderen YouTuberin gesehen, dass sie sich, glaube ich, alle 3 Jahre oder so neue Pinsel kauft. Ich glaube, es hängt nochmal davon ab, wie häufig man die Pinsel so benutzt, aber prinzipiell ist es natürlich nie verkehrt, da aus hygienischen Gründen auch mal zu wechseln. Oder wie bei mir aus ästhetischen Gründen, weil ich das andere einfach so schön finde. Ich glaube, ich fange jetzt mit Wimperntusche an. Das machen wir kurz hier vorm Spiegel. Und nur mal zur Erklärung, ich habe hier natürlich auch einen Spiegel, bei dem ich die Wimperntusche auftragen könnte. Aber dadurch, dass das Waschbecken hier vor ist, stehe ich dann immer hier so irgendwie so ein bisschen, ich muss mich dann immer so weit irgendwie nach vorne lehnen. Und im Wohnzimmer habe ich halt auch, ja, direkt Tageslicht. Wobei heute auch nicht so viel, weil heute ist relativ bedeckt. Dann benutze ich so zum leichten Konturieren hier bei den Wangen aus der Naked 2 Palette von Urban Decay, die irgendwie total wachsig ist. Also eigentlich echt widerlich. Von innen Gott sei Dank nicht. Das ist irgendwie auch so dieses Wachsen, was man, glaube ich, nicht wirklich abwaschen kann. Benutze ich die Farbe Cover. Das ist hier so ein Braun. Da gehe ich so ganz leicht mit so einem angeschrägten Pinsel rein. Und dann tupfe ich das erstmal nur hier so locker auf und verteile das darüber quasi. Und dann fange ich an, so ein bisschen so leicht das zu verteilen und schön einzuarbeiten. Streiche das auch gerne hier mal so über den Wangenbogen aus. Aber dieses Auftupfen verhindert halt, dass das Produkt sich so direkt so in die Haut reinbrennt und ermöglicht halt ein gutes Verteilen. Klassischer Kussmund. Und das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Der Spaß. Dann bin ich am Montag noch mal leicht in den Bronzer reingegangen aus der Palette von Charlotte Tilbury hier. Der ist das. Und für ein bisschen Wärme gehe ich da auch noch mal so über so ein paar Stellen rüber. Im Grunde ziehe ich die Konturen, würde ich sagen, noch mal nach. Dann hat man so diesen sonnengeküssten Look. Und das Finale ist dann der Highlighter aus der Palette. Das ist wirklich so. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit verschiedenen Highlightern. Ich habe hier noch den MAC, den Soft and Gentle. Der hat allerdings, würde ich sagen, recht viele Glitzerpartikel drin. Und ich bin eher für sanften Schimmer-Highlight.
Und da ist der aus der Palette halt echt schön. Und den trage ich quasi hier nochmal so auf dem höchsten Punkt bei mir beim Wangenknochen trage ich den auf. Und gehe dann manchmal aber auch hier nochmal so in dieses V. Also hier der Wangenknochen und dann hier so das V. Hier kann ich nochmal ein bisschen mehr blenden. Und dann bin ich fertig. So, das ist jetzt nur der Lip Liner und dann kommt noch das Glossing oben drauf. Dann wollte ich nochmal Nagelöl auftragen. Ja, ich bin sehr zufrieden. So, und jetzt einmal der Check so direkt im Tageslicht. Hier sieht man so diesen leichten Glow vom Highlighter. Ich habe ja immer so ein paar Rötungen im Gesicht, das ist ganz gut abgedeckt. Ja, I like, gefällt mir sehr gut. Und gerade auch diese Lippen-Kombo ist einfach so, so schön und halt so richtig schön frisch, man sieht, es ist was auf den Lippen, aber es ist halt richtig schön dezent und irgendwie auch, ach, keine Ahnung, die Farbe hat mir meine Freundin zu Weihnachten geschenkt und ich liebe die total, richtig toll als Kombi. Ja, Outfit of the Day filme ich euch jetzt gleich nochmal für das 7 Days 7 Outfit Video. Da habe ich eine weiße Jeans an und dann mal wieder mein Oversized Seidenhemd und ich habe das jetzt einfach hinten mal so reingeschlagen. Ich könnte das jetzt von innen auch nochmal, dass es nicht rausrutscht, hier in die Hose stecken. Dann fällt das so runter und vorne habe ich einfach mal so einen Knoten reingeschlagen. Vielleicht lasse ich es aber auch einfach offen und mache nur die zwei Knöpfe zu. Da spiele ich jetzt gleich nochmal rum und gucke nochmal. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Ärmel hoch mache, weil es wirkt relativ kalt. Ist es aber anscheinend gar nicht. Also ich merke, dass mir gerade noch so ein bisschen warm ist. Jetzt habe ich aber natürlich auch gerade Yoga gemacht, mich fertig gemacht und ja, das Hemd würde halt auch richtig schön, wenn jetzt heute kein Arbeitstag wäre, wobei in den Videokonferenzen sieht man das ja auch nicht immer so. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das hier wäre einfach ein richtig schönes, weißes, gehäkeltes Bralette zum Beispiel oder wäre einfach ein schönes, bauchfreies, weißes Top, dann würde es halt auch einfach richtig toll so oversized so darüber aussehen, quasi wie so ein Cardigan, den man einfach nur so darüber geworfen hat. Und jetzt, wo ich merke, dass die Bluse offen ist, ist es auch nicht mehr ganz so warm wie eben. Also ja, mal gucken. Aber dazu dann mehr am Sonntag, nee, im vergangenen Sonntag. Ich kann euch das Video dann also verlinken, dann ja, seht ihr da nochmal die Outfit-Details und den Link zu den ganzen Stücken. Auf in den Tag, würde ich damit dann mal sagen.
Oh mein Gott, so cool, ihr Lieben. Ich habe mir doch bei H&M das Kleid bestellt. Ich glaube, ich hatte es Anfang des Vlogs schon mal erwähnt, oder? Ich liebe ja momentan diese breiten Schultern von meinem Ankleid, so was ich gestern auch anhatte. Und trage das so, so gerne. Und habe auch noch das Debbie-Kleid von Bei den König auf meiner Wunschliste. Und bei H&M, das hatte jetzt Ebro in ihrer Insta-Story geteilt, dass ihre Schwester dieses Kleid hier bestellt hat. Und das ist so, so, so mega. Erstens hat das nur 25 Euro gekostet und ich habe es am Wochenende bestellt, als es so einen 15% Rabattgutschein irgendwie gab. Oder was war es für ein Rabatt? Auf jeden Fall habe ich nur 20 Euro jetzt für dieses Kleid bezahlt. Das hat hier halt auch diese schöne Schulterpartie. Es ist leider zur Hälfte aus Polyester, aber was mir immer wichtig ist, dass mindestens die Hälfte auf jeden Fall aus einem natürlichen Material ist, also einem atmungsaktiven Material. Und die andere Hälfte ist, ich meine, aus Viskose war das. Und eine Sache muss ich noch dazu sagen, in dem Arket-Kleid habe ich Größe L. Es war so, dass auf der Homepage von H&M alle Größen ausverkauft waren, bis auf XL und XXL. Und so wie das am Model saß, sah das auch so aus, als wäre es schon locker geschnitten, aber jetzt nicht so sehr locker, weil es schon so leicht auch am Model, würde ich sagen, so anlag. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich kann mir vorstellen, dass XL oder vielleicht sogar XXL besser sitzt als eine L, weil es dann halt diesen flowy Flow hat einfach quasi. Und genau das ist passiert. Ich habe jetzt beide Größen anprobiert und XXL ist definitiv die richtige Größe. Das ist so cool, weil es schmiegt sich hier halt nicht so an diesen leichten Unterbauch, den man manchmal hat oder so am Po an, sondern es ist einfach wirklich flowy. Man geht hier einfach und es fließt und ist schön und es ist luftig. Es hat die breite Schulter, darauf kann man also gut eine Tasche ablegen, die dann nicht gleich in die Schulter irgendwie reindrückt, auf die nackte Haut. Richtig, richtig, richtig toll. Ich bin so, so dankbar, dass sie dieses Kleid geteilt hat, weil das halt ein so günstiger Kauf war und ich dieses Kleid, glaube ich, tausendfach diesen Sommer dann einfach auch tragen kann und werde. Das Einzige, wo man aufpassen muss, bei dem Kleid ist es jetzt tatsächlich auch schon so, das hat hier so einen Ziehfaden. Allerdings, ich konnte das gar nicht sehen. Es hat hier so einen Ziehfaden. Das ist allerdings jetzt überhaupt nicht schlimm, weil man kann von außen gar nichts sehen, außer diesen Faden, den werde ich einfach durchziehen nach innen. Aber ich kann mir vorstellen, weil das hier alles so aus so leicht gewebtem Stoff quasi ist, dass man da gern mal hinterhaken kann und sich da so eine Kante reinholen kann. Aber das nehme ich auf jeden Fall in Kauf. Ich würde einfach vorsichtig sein. Man hat hier zu beiden Seiten diese Slits, dadurch ist es beim Laufen halt auch total gut. Die Farbe würde ich als so einen Grau-Khaki-Ton bezeichnen, finde deshalb halt auch die taubfarbenen Birkenstock-Sandalen total passend dazu. Und ja, mein Gott, ich lieb's einfach. Also richtig, richtig toll. Es ist gerade ausverkauft jetzt. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil bei mir geht ja auch eine Größe wieder zurück und ich bin mir sicher, dass das vielen so geht, dass sie entweder zwei Größen bestellt haben oder eine und die passt nicht. Oder aber ihr könnt dann sehen, welches Kleid es ist und bei euch im H&M-Store nochmal nachfragen. Weil ich habe immer wieder so viele Fragen zu diesem schönen braunen Kleid von Arket und das ist aus dem letzten Jahr. Und genau, und kann mir vorstellen, dass das bei diesem schönen Kleid halt auch sein wird. Vor allem halt bei diesem Price-Tag, ne? Also würde das Kleid jetzt 300 Euro kaufen, dann ist, glaube ich, die Zielgruppe irgendwie kleiner. Aber gerade, weil es so ein schönes Kleid ist, was so vielfältig einsetzbar ist, ich kann gar nicht glauben, dass das nur 25 Euro jetzt gekostet hat, für wie oft ich es, glaube ich, tragen werde. Oh, ich bin gerade einfach so, so, so begeistert. Mega. Und das Wetter ist ja momentan auch so schön. Das heißt, ich kann es jetzt diese Woche auch direkt tragen. Ich freue mich. Ich habe jetzt so einen Hunger. Ich muss jetzt unbedingt was essen. Und habe gedacht, ich habe ganz lange keinen Shakshuka mehr gegessen. Deshalb werde ich mir Shakshuka machen. Und ich hoffe, bitte lass uns noch Eiweiß haben. Und fertig ist mein Shakshuka. Und für morgen habe ich auch noch eine Portion. Da sind wieder jeweils, also heute sind zwei Eier drin. Morgen kommen auch wieder zwei Eier rein. Und dann ist das eine Mischung aus gehackten Tomaten aus der Dose, Eiweiß, Gewürzen und dann ganz viel Liebe.
So ein wundervoller Morgen. Erstens konnte ich ein paar Sachen ganz gut abarbeiten. Und dann ist hier eben, ich kann euch das mal kurz einblenden, so süß, ein Eichhörnchen auf einmal aufgetaucht mit einer, ich würde sagen, mit so einer Walnuss in der Hand. So süß. Und dann ist der da so rumgehüpft. Und dann sah ich ihn nicht mehr, dann habe ich das Fenster aufgemacht und rausgeguckt. Und dann habe ich gesehen, dann ist er da auf die... Ja, auf das Ding bei uns da, ich weiß ja nicht, wie es nennen soll, ist er, also ihr seht das, ist er aufgesprungen und hat er mit dem Schwanz da so rumgebildet. Ich finde die so süß, die Eichhörnchen. Oh, so niedlich, das hat echt so gerade so voll meinen Tag gemacht. Liebe das. Und es ist mein Paket. Moin mit meinem Kaffeekonzentrat. Und zwar einmal ist das Haselnuss, das neue Verpackungsdesign. So schlecht ist das Verpackungsdesign ja eigentlich auch nicht, ne? Ich glaube, ich fand das vorherige schöner, weil es schlichter war. Weniger Farbe, ihr wisst, was ich meine. Und den gönnen wir uns auf jeden Fall nachher, da bin ich sehr gespannt drauf. Nougat, der ist jetzt leider schon ausverkauft, aber... Da bin ich echt gespannt drauf, wie der schmeckt. Richtig, richtig, richtig cool. Da freue ich mich sehr. Und gleich werde ich mir jetzt erstmal zum Mittag machen. Nämlich meine zweite Portion Shakshuka. Und ich habe das Kleid dran, was gestern angekommen ist. Es ist so schön, es ist so schön. Und zum Nachtisch habe ich mir noch ein kleines Stück Wrap aufgehoben. Ich hatte eigentlich noch ein größeres Stück aufgehoben und habe dann doch reingebissen, weil ich vergessen hatte, wofür ich es aufgehoben hatte. Kurzzeitgedächtnis. Auf jeden Fall habe ich das gestern auch schon so gemacht, dass ich das mit dieser Haselnusscreme gegessen habe. Und die ist so lecker. Die riecht auch schon so gut. Oh, es ist viel geiler als jegliches Nutella. Und die ist von Kiki's Kitchen und nennt sich Kiki's Cream Hazel. Die hatte ich bei der OMR vor ein paar Wochen irgendwie als gratis Kostprobe mitgenommen. Und da ist jetzt halt auch wirklich kaum noch was drin. Das kann man auch echt einfach so essen. Geil. Richtig geil. Ich habe gestern in der Drogerie unser Erdnussmus nachgekauft. Und da habe ich auch gesehen, dass die noch andere Sorten haben, wie Mandelmus und halt auch Haselnussmus. Und ich habe keine Ahnung, wo man das hier kaufen kann. Ich weiß nicht, ob das in diesem Kaufland-Store gewesen ist. Aber... So geil. So, so geil. Richtig lecker. Mal jetzt leer. Hoch die Hände, Wochenende. Oh mein Gott, die Woche ist geschafft. Und ich freue mich so auf das schöne Wetter am Wochenende. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz was für Instagram gefilmt und wollte euch da auch noch mal dran erinnern. Und zwar ist der Rabattcode für Fink. Mein Bikini liegt da. Ich habe den mal rausgelegt, damit ich den eventuell anziehe, weil sie uns jetzt am Wochenende irgendwo hinlegen sollten. Auf jeden Fall der Reminder, dass mein Code für Fink Living noch gültig ist, wo ihr ja zum Beispiel auch auf diese wunderschönen Vasen Rabatt bekommt. Und ich habe jetzt schon seit bestimmt anderthalb Wochen auf meiner Einkaufsliste stehen, dass ich grüne Blumen besorgen möchte, also beziehungsweise welche mit einer... Also grüne Stängel, gut, grüne Stängel haben Blumen irgendwie alle. Also weiße Blumen will ich besorgen, um die, ich denke, eher in die große Vase zu stellen und um sie dann auf den Esstisch zu stellen vielleicht oder ja, irgendwo anders auf jeden Fall im Wohnbereich hin. Ich finde sie mega schön hier mal so als Deko, zeige ich euch nochmal. Aktuell habe ich sie ja hier im Regal stehen, wobei ja, wie gesagt, hier grundsätzlich immer noch total viel fehlt. Aber die sind so schön gearbeitet. Die sind ja auch handgemacht. Und hier unten, gerade dieses Dreierensemble feiere ich halt total, ne? Mit der Dose und hier der Vase. Man könnte hier noch so ein paar Zweige reinmachen. Ich glaube, entweder in die große oder in die kleine Vase wird das auf jeden Fall nochmal erfolgen. Und genau, wollte euch nochmal daran erinnern, denn der Code ist jetzt noch bis zum 1.7. gültig. Und genau, ich kann euch das quasi nicht in dem letzten Vlog dann sagen, weil sonst
ist ja dann schon abgelaufen, deshalb wollte ich euch nochmal reminden, falls ihr euch noch eine schöne Etagere kaufen wollt. So wie wir ja auch unsere schöne Etagere haben oder eine Laterne. Es gibt ja auch Outdoor-Laternen, die Think Living anbietet. Oder auch für drin. Und ja, was sie nicht alles Schönes haben. Oder natürlich meine geliebte Nassau-Serie, die Cocktailreihe. Von daher, ich verlinke euch den Code unten nochmal und blende euch den hier auch nochmal ein. Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher, wie er heißt, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Dann könnt ihr da nochmal shoppen. Und wir starten jetzt ins Wochenende und gucken mal, was wir dieses Wochenende so machen bei dem wunderschönen Wetter. Ist einfach so, so herrlich. Ich kleine Gottesanbeterin. Den haben wir jetzt eine YouTube-Serie, ja. Nee, irgendwie entweder ein richtiger Film oder... Guck mal auf Prime, was da so abgeht. Guck doch mal, was da so abgeht. Ich habe einen Film, Attack the Block. Ist das was für mich? Der Gesichtsausdruck alleine. Oh. Ja. Oh, Creed Dry ist der online? Ja, aber den musst du bezahlen, wenn ich... So, nee, das wollen wir nicht. Teuer, wo die vor mir haben. 2023, also neuer gibt es glaube ich nicht. Aber wie kann das denn sein, dass der umsonst ist? Aber ist ja cool. Wir werden jetzt mal gucken, was wir uns anschauen. Es ist heute den ganzen Tag mega schön warm gewesen. Wir waren vorhin auch auf dem Balkon, haben jetzt Essen gemacht. Es gibt bei uns Chorizo-Pasta. Deshalb nochmal der Reminder, weil bei uns sind jetzt gerade leider zwei unserer Lieblings-Just-Spices-Gewürze alle gegangen, die da reinkommen. Agli Ui Uiui und? Pasta Aronda. Und mit unserem Rabattcode Just Steffi Solbach gibt es was gratis? 10%? Nee. Es gibt ein gratis Gewürz. Achso, dein Lieblingsgewürz. Ja, okay. Dein Lieblingsgewürz. Ja, ich habe mich mit dem anderen Rabattcode versehen. Schatz, ich glaube nicht, dass alle wissen, was dein Lieblingsgewürz ist. Du musst es schon sagen. Mein Lieblingsgewürz ist natürlich der Stullenspice. Genau, das kriegt ja. Das normale, nicht dieses Italien oder sowas, das normale. Das ganz klassische Stullenspice und das gibt es, glaube ich, ab 20 Euro Mindestbestellwert für euch gratis dazu. Das heißt, falls ihr auch noch Pasta Aronda, Aglio Olio, aus so ein Zungenbrecher. Was benutzen wir noch? Rührei-Gewürz habe ich jetzt auch in letzter Zeit ganz schön viel benutzt. Bratkartoffelgewürz nicht so sehr, wohl wir haben so viele Kartoffeln, vielleicht machen wir da nochmal was mit. Ja. Ja, also egal, was ihr nachbestellen wollt, es gibt ein gratis Gewürz mit meinem Code. Und wir lassen jetzt noch unsere... ob das der neueste ist? Schatz, Creed von 2023, das muss ich nicht schauen, das ist der neueste. Ja, guck doch einfach. Okay, ich schau mal. Wir werden jetzt Creed 3 gucken und ich werde mich auch vorher nochmal umziehen, weil das Kleid ist echt wunderschön und es geht auch von den Temperaturen. Aber ich ziehe mir jetzt einfach eine kurze Hose und einen Bandeau-Top an, weil es ist einfach so warm heute. Das hatte ich vorhin auch schon mal an. Eben zum Einkaufen hatte ich mich jetzt nochmal umgezogen. Und ja, dieses Kleid ist einfach so mega schön, was ganz, ganz Besonderes. Ist auch übrigens immer noch erhältlich. Ich verlinke es euch unten nochmal. War auch zu sehen im letzten 7 Days Outfit-Video auf jeden Fall. Aber ich verlinke euch das mal unten wieder in der Videobeschreibung, weil ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich eigentlich total gut dafür, dass es halt so was Besonderes vom Schnitt her ist, ne? Ach, du machst ja kein Foto. Nee. So. Ist ein geiles Game. Für unterwegs. Ja, ist jetzt auch gut, dass wir es längere Zeit nicht gespielt haben, weil wir waren ja zuletzt so gut da drin, dass das irgendwie dann immer noch keinen Spaß mehr gemacht hat. Die Züge schon im Vorfeld, wussten wir, was passiert. Ja. Die sind schon so abgefuckt, die Karten, weil wir so oft gespielt haben. Voll gut. Und das war ja so ein Gratisspiel, glaube ich, vom Rewe mal bei irgendeinem Einkauf, meine ich. Kann sein. Der Jüngste fängt an.
Ich darf noch zwei ziehen, ne? Du fängst ja auch an. Ja. Okay. Sortierst du die Karten denn jetzt? Ich habe mir jetzt hier Geld hingelegt und du darfst nicht wissen, wie viel Geld ich habe. Du bist. Wir waren gerade so schön auf einer Wiese und es war so herrlich. 3 Stunden, 3,5 Stunden, dachte Kevin, gerade waren wir da. Und sind jetzt erstmal zurückgekommen. Es ist jetzt so richtig so mittags. Sonne, haben uns einmal abgeduscht, haben jetzt auch noch mal ein luftiges Kleid angezogen und wir wollen jetzt noch mal was weiter frühstücken. Ich habe hier noch ein Schokofranzbrötchen vom Bäcker heute Morgen, noch ein paar Brötchen. Deshalb tische ich jetzt einmal decke einmal den Tisch. Kevin wollte einen Kult-Tee, den haben wir, ich glaube, bei Aldi letztes Mal mitgenommen. Der riecht total gut, Pfirsich-Maracuja. Allerdings muss ich sagen, ist der nicht sehr geschmacksintensiv gewesen, hatten wir den Eindruck. Wir hatten es auch mal mit heiß aufgießen probiert. Aber egal, vielleicht packe ich einfach in jedem Becher mal 2 Beutel. Vielleicht hilft das. Und Gott sei Dank haben wir vorhin dran gedacht, dass wir die Rollläden hier alle auf der Sonnenseite runter machen, dass die hier nicht so reinknallen können. Ich habe jetzt die anderen Fenster auch nochmal zugemacht. Dann ja, wird es hier nicht so heiß. Hätte ich das eigentlich erzählt, unsere Balkontür seit 1,5 Wochen hakt die unten ganz stark und ich warte die ganze Zeit auf diesen Monteurdienst. Erst hat es Ewigkeiten gedauert, bis sie sich überhaupt melden, wobei ich nicht weiß, ob das an der Verwaltung lag, dass das nicht so schnell weitergegeben worden ist. Und dann telefoniere ich jetzt irgendwie mit denen immer hin und her und wir verpassen uns permanent. Jetzt habe ich Montag nochmal angerufen, weil, oh nee, der ist jetzt gerade los. Ja, super. Also wir sind da 8 telefonisch erreichbar. Was kann ich denn noch machen, um irgendwie mit dran zu kommen? Ist echt frustriert, aber deshalb wollen wir es halt eher. Wir vermeiden es eher, auf den Balkon zu gehen, beziehungsweise den häufiger zu öffnen, weil es halt immer nur mit Druck zugeht und das geht halt nicht. Trotzdem haben wir ihn diese Woche auch benutzt, weil, naja, bei dem schönen Wetter. Und wisst ihr was? Ich mache mir jetzt endlich mal wieder einen Haselnusslatte. Nougat hatte ich ja vorgestern eingeweiht. War sehr lecker und jetzt Haselnuss, den hatte ich echt lange nicht mehr. Den mochte ich so gerne. Kevin hat sich gerade ein Ahoi Brausegetränk gemacht. Und ich kenne das dann früher echt mal so, dass man mit dem Finger reindippt. Deshalb habe ich mir auch noch eine Ahoi Brause geholt. Aber zurück zum Eiscafé. Es freut mich voll, dass momentan so viele von euch die Eiskaffee-Konzentrate ausprobieren oder den Sommervorrat auffüllen und dass ihr die auch so mögt wie ich. Das ja, finde ich immer sehr schön, wenn ihr mir da eure Fotos schickt oder Nachrichten auf Instagram oder kommentiert. Bei mir gibt es jetzt weiter Haselnuss im neuen Design. Den hatte ich letztes Jahr im Sommer, glaube ich, relativ schnell leer. Falls ihr also auch gerade einen Eiskaffee trinken solltet, Prost auf uns! Und an alle, die was anderes trinken, auch Prost! Weil das ist echt immer so ein Wohlfühlmoment für mich. So, dann ist das zweite Frühstück fertig. Wir gucken jetzt nach einer Folge, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, die mit Arnold Schwarzenegger. Fuba. Ja, F-U-B-A-R. Erste Folge fanden wir gut, aber so richtig der Knaller, sag ich mal, dass sie uns mega umhaut, war es jetzt auch nicht. Von daher schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Oh, meine Beine! Das ist
Ey, dieses Workout von gestern, das killt mich heute. So, wir haben jetzt nochmal geruht und jetzt wollen wir noch mal eine Runde spazieren gehen. Deshalb werde ich den Blog an dieser Stelle jetzt hier beenden. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche. Hoffe, ihr habt momentan auch so viel Glück mit dem Wetter, dass so schönes Wetter ist. Und falls ihr noch ein paar Outfit-Sommer-Inspirationen braucht, dann verlinke ich euch unten das letzte 7 Days 7 Outfit Video, weil im letzten Video sind definitiv einige Sommer-Outfits mit dabei gewesen. Auch das ein oder andere, was dann bürotauglich ist. Und ja, wir gehen jetzt noch mal eine Runde spazieren. Ich wünsche euch eine tolle Woche, wie gesagt. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich Freitag, ansonsten spätestens auf jeden Fall Sonntag wieder. Macht's gut!